Ich nehme das lokal auf und das veröffentliche ich später dann auf YouTube. Das ist etwas aus meiner Sicht etwas besser als in Streams. Und das ist heute Abend, wird das fertig sein. Also wenn Sie Fragen haben, dann muss ich mich daran erinnern, dass ich die Frage nochmal wiederhole, damit es auch in die Aufnahme geht. Aber ihr seid selber nicht zu sehen in der Aufgabe, was ich denke gut ist wegen der Privatsphäre. Also, diese Unterrichtswoche geht über Klassenlehrgang und solchen Sachen und dann noch etwas andere Details, die wir brauchen, um mit Files, also die Dateien umgehen zu können. Dateien, der deutsche Name oder Files, wie ich selber gerne sage, auch auf Niederländisch sagen wir eher Files statt Bestanden, was auch Dateien heißt und wie das genau geht. Aber zuerst mal fangen wir an mit Klassendiagrammen, denn Klassendiagrammen machen es uns leicht, um mit Ideen, die wir über einen Entwurf haben, auszutauschen. Und Klassendiagrammen, die benutzen eine Sprache, die heißt Unified Modeling Language oder als Kürzel UML. UML. Und die Sprache ist ganz einfach. Die ist sehr einfach zu zeichnen. Die ist auch leicht verständlich. Man hat natürlich ein paar Idiome und ein paar Wörter sozusagen, die eine bestimmte Bedeutung haben. Aber wenn man die Bedeutung kennt, dann sind die Klassen leicht erkennbar. Lasst uns mal ein Klassendiagramm aufmalen und dieses Klassendiagramm, das male ich dann natürlich am besten auf, indem ich tatsächlich male, das werde ich aufmalen auf dieses Blatt Papier. Und Klassen in UML, die zeigt man einfach, indem man Kästchen zeichnet. Kästchen, die haben insgesamt drei Kompartements oder Teile, also Teilkästchen. Der erste Teil, der dient für. Der dient für der Name der Klasse, zum Beispiel Animal, hätte ich hier schreiben wollen. Ups, ich muss mal kurz etwas ändern, damit das Ding nicht versucht, immer wieder Fokus zu machen. Ja? Wie bitte? Ah, ja, Sie haben völlig recht. Danke, danke für die Anmerkung. Momentchen, das ist da. Ihr seht jetzt, also wenn ich recht habe, ein Bleistift, ein Papier und was war da? Ja, jetzt sehen wir was. Ja, gut, das ist gut für die Anmerkung und dann das Fokussieren sollte nicht immer wieder stattfinden. Naja, also hier ein Blatt Papier, ein Kästchen. Und der obere Teil, der obere Bereich, der wird benutzt, um den Namen der Klasse festzulegen. Man kann noch einige Details hinzuschreiben, zum Beispiel, dass die Klasse keine Klasse ist, aber ein Interface. Aber im Moment ist das nicht so. Der zweite Bereich, das ist für die Methoden. Das sind für die Methoden. Ne, Verzeihung. Das ist für die Fields. Jetzt mache ich einen Fehler. Das ist der Name. Das sind die Fields und der untere Bereich ist gemeint für Methoden. Und so habe ich ein schlichtes Modell, um zum Beispiel eine Tierklasse zu erstellen. Und die Tiere haben alle einen Namen. Zum Beispiel die Katze heißt Mitte und der Hund heißt Bello. Es gibt Methoden und wenn ich es gemeinsam haben möchte für alle Tiere, dann sagt man so etwas wie spreche oder speak. Lass uns mal auf Speak vereinigen. Und die Methode könnte zum Beispiel ein String erzeugen, damit ich den String irgendwo weitergeben kann, zum Lautsprecher oder in die UI oder wie auch immer. Und so weiter. Also Klasse Name oben, in der Mitte die Fields, die Eigenschaften der Klasse, der Instanzen der Klasse. Und unten stehen die Methoden. Wenn ich von dieser Klasse Unterklasse habe, dann kann man das sehr leicht sehen, wenn ich auf dieses Klassenikon gucke und es gibt da unten ein Dreieck, mindestens ein Dreieck, das geschlossen ist. Und das ist eigentlich ein Pfeilkopf. Und der Pfeilkopf, der zeigt auf die Oberklasse. Ein guter Diagrammstil heißt, dass diese Vererbungspfeile, diese Dreiecke mit der Richtung, dass die immer unten an der Oberklasse landen, an der Superklasse landen. Und ich kann dann zum Beispiel eine Unterklasse haben,
Und die Unterklasse könnte zum Beispiel ein Hund sein, ein Dog auf Englisch, oder eine Katze, Cat, und natürlich hier diese schön schließen, Cat. Und das heißt, dass diese beiden Unterklassen beide alle Eigenschaften der Animal-Klasse erben. Die haben also beide einen Namen und die haben beide eine Möglichkeit, um zu sprechen, einen Lärm abzugeben oder so etwas. Diese Methoden, das ist das, also das, der erste Zusammenhang zwischen den Klassen, die Vererbungshierarchie, eine gezogene Linie, die darf ich benutzen. In Java heißt das Extends. Wenn ich diese Animal-Klasse noch mehr Eigenschaften geben möchte, dann kann ich dies hinzufügen, nicht nur durch Oberklassen, aber auch durch Interfaces. Und dann muss ich mal nachdenken, was könnte ich für ein Interface haben für Katze und Hund. Moment, ich habe keine Idee. Aber in Mo gab es was wie Sleep oder Eat oder so. Wie Sleep, sagen Sie? Ja, das war ein Beispiel, was im Buch genutzt worden ist für Animal. Ja, Sie können auch beide schlafen. Das kann ich hier auch machen. Also Sleep, das kann man machen. Aber ich möchte auch eine zusätzliche Methode haben. Ich kann aber auch zum Beispiel hier ein zusätzliches Tier hinzufügen. Und das ist eine Gans. Auf Englisch ist das eine Goose. Das ist genauso wie Katze und Hund, ist das ein Tier, also eine Unterklasse von Tier, und auch Gansen können Lärm machen. Aber der Unterschied zwischen Hund und Katze und Gänse ist, dass die beide sind beide Mammals. Und die haben vier Beine. Vier Beine. Und das ist dann ein Interface. Also, und mit einem Interface zeichnet man an, indem man zwischen dem Vereibungssymbol, also der Dreieck, eine Strichlinie zeichnet. Und die Strichlinie zeigt dann, dass das hier ein Implement ist in Java. Und ein Implement darf man öfters benutzen. Das heißt, man kann zum Beispiel auch ein Vierbeiner haben und ein Säugetier. Ich weiß jetzt nicht, ob es andere Tiere gibt, Vierbeiner gibt, die kein Säugetier sind, keine Ahnung, auch nicht so spannend. Aber zum Beispiel, die Gans ist im Gegensatz zu Hund und Katz, ist das ein fliegendes Tier. Und das könnte auch wieder ein Interface sein. Und dieses fliegende Tier kann ich dann aber als ein Interface von Flying abbilden. Und das könnte so aussehen. Also die Gans fliegt, ist ein Tier und zusätzlich kann die fliegen. Und ich könnte hier auch noch mehr Interfaces hinzufügen. Ein paar, keine Ahnung. So etwas zum Beispiel haarig. Katze und Hund sind beide haarig. Eine Gans hat Federn und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass wir aus diesem Diagramm nicht so sehr die Beispiele von der Tieren, diese Zoo mitnehmen, aber dass wir den Vererbungspfeil kennen. Der Kopf sieht gleich aus, ein geschlossener Dreieck. Und die Linie, die dahinter kommt, die feste Linie, sagt einfache Vererbung, Extends in Java. Und die Strichlinie sagt Implements, all das heißt, die Oberklasse hier ist und soll ein Interface sein. Als nächstes sollte ich etwas erklären über die Zusammenhänge, die man so hat. Also, wenn ich eine Katze habe und eine Hundklasse habe, dann weiß ich wegen dieser Pfeilrichtung, dass diese und beide Klassen, also diese drei Klassen sogar, dass sie abhängig sind, dependent auf Englisch, sind von der Animal-Klasse. Und auch Katze ist abhängig vom Vierbeinerklasse, vermutlich Hund auch. Und die Goose-Klasse ist abhängig von der Flying-Interface. Also diese Pfeile, die haben nicht nur eine Darstellung mit einem Dreiecks-Symbol, aber die haben auch eine Richtungsandeutung. Goose depends on flying und Goose depends on animal. In Java sieht man das, indem man in die Klasse, die von einer wie Hund
of Animal zeigen, dass die Hund-Klasse ein Import-Statement machen wird von Elemente in der Animal-Klasse. Ja, also diese Pfeilrichtung kann man in Java, in den Java-Quellcode Code erkennen, indem man die Imports-Statements sieht. Ja, und das, die zweite Möglichkeit ist nicht nur sein, das heißt, eine Katze ist ein Vierbeiner, ist ein Animal und ein Goose ist ein Flying-Tier und auch ein Animal. Man kann aber auch ein Haben zeigen in Klassendiagramm. Und den Haben zeigen macht man mit anderen Pfeilköpfen. Also ich habe hier eine Klasse A und eine Klasse B. Letztlich geht die jetzt, lasse ich mal kurz weg. Aber wenn ich eine Beziehung habe wie so etwas, eine Strichlinie mit einem offenen Pfeil, dann heißt es, dass A eine Instanz von B benutzt. Das heißt nicht unbedingt, dass A ein Field von B hat, aber ein B benutzt irgendwie. Zum Beispiel, beste Beispiel ist, B ist eine ArrayList und A bedient sich von ArrayList und die Möglichkeiten, die ArrayList bietet, aber tut es in einer Methode, innerhalb Methode wird die ArrayList benutzt und sonst nirgendwo. Wenn das die Möglichkeit ist, dann ist das ein Uses, eine Uses-Beziehung. Das ist die erste Möglichkeit. Die Strichlinie sagt, es gibt eine Abhängigkeit, denn auch hier wieder heißt der Pfeilrichtung, dass A ein Import machen wird, von B, also A import ArrayList zum Beispiel, Java util ArrayList. Die andere Möglichkeit ist, dass eine andere Klasse C, die benutzt ein D, also eine andere Klasse, als Field. Und das hier heißt eine Zusammensetzung oder eine Composition auf Englisch. Das heißt, so eine feste Linie heißt, dass diese Klasse C ein D hat. Und das nennt man auch gerne eine Has-a-Beziehung. Hat eine Beziehung. C hat eine D. Und auch hier wieder wichtig ist die Pfeilrichtung, dass man mit der Pfeilrichtung die Abhängigkeit festlegt. C wird ein Import von D machen. In Java. Ja. Der dritte Diagrammtyp, der ich aufgewahrt habe, ist wegen der Verständlichkeit. Ist ein Objektdiagramm. Davor müsste ich zuerst mal ein schlichtes Klassendiagramm zeichnen. Und das wäre eine Klasse S. Das bedient sich irgendwie, also lass mal ein Hase haben, von irgendein Interface, zum Beispiel ein List. Diese Klasse R hat eine Liste. Ein Interface von irgendeinem Typ, eine List. Und diese Liste ist selber implementiert worden. Und zum Beispiel, ein Beispiel passt dann auch schön, eine ArrayList. Also dieses Ding ist ein ArrayList. Das ist das Klassendiagramm. Wenn ich aber tatsächlich ein Objektdiagramm dazu malen möchte, und vielleicht mache ich das mal mit einer anderen Farbe. Das Objektdiagramm würde so aussehen. Ich habe auch wieder Rechtecke. Ich habe ein R, aber dieses R hat auch einen Namen. Also ich habe das R und dieses R hat einen Namen. Das Stift ist mir ein bisschen zu grob. Na, dann wieder weiter mit Bleistift. Und dieses Ding zeigt auf ein Objekt, eine Instanz von dieses List-Interface. Aber wir wissen, dass sobald wir eine Instanz haben, dass wir tatsächlich ein Objekt haben müssen, das kein Interface mehr ist, aber eine echte Instanz. Das heißt, es wird letztendlich eine ArrayListe sein, aber der Name, der benutzt wird, ist dann der Name, den wir benutzt haben für diese Liste. Also wenn ich hier zum Beispiel in dieses Klassendiagramm, um das zu weiter anzudeuten, ich habe eine Liste von Typ I, diese Liste, dann wird in das Objektdiagramm tatsächlich eine Verbindung bestehen zwischen dieses R-Objekt und dieses AL-Objekt. Das Objekt, das tatsächlich die Instanz erzeugt hat. Also das Objektdiagramm wird dann auch weiter keine Hierarchie mehr zeigen. In das Objektdiagramm, Objektdiagramm, das wird keine weitere Hierarchie mehr zeigen, weil die Vererbung flachgeschlagen ist, so könnte man es sagen. Okay.
Als nächstes müssten wir erwähnen, was genau Packages sind. Und Packages sind als Konzept eigentlich ganz leicht. Und ich werde auch dazu mal mein Browser mit euch teilen. Dann muss ich das Ding mal kurz abschalten. So, mein Browser mit euch teilen. Und hier sehen wir ein sogenanntes Package-Diagramm. Ein Package-Diagramm, das beinhaltet typischerweise auch Klassen, denn Packages alleine sind nicht so spannend. Und Packages kann man verstehen als Namensräume. So etwas wie, man hat eine Familie Jansen und die Familie Molenaar. Und beiden haben eine Tochter, die heißt Sophie. Und weil Jansen und Molenaar unterschiedliche Familiennamen haben, wird man keine Verwirrung haben mit die beiden Sophies, denn die eine ist die Sophie Jansen, wenn wir es spezifisch hier haben möchten, und die andere ist die Sophie Molenaar. Innerhalb der Familie sagt man zur Sophie einfach Sophie. Da brauche ich bei Jansen nicht Sophie Jansen zu sagen, nur wenn ich böse bin vielleicht. Dann wird ein Älterer gern sagen, Sophie Jansen, pass mal auf. Aber meistens erreicht der Name innerhalb der Familie. So genau ist es auch bei Packages. Innerhalb eines Packages kann man einen Namen definieren und in anderen Packages kann man komplett die gleichen Namen benutzen, wenn nur die Package-Namen unterschiedlich sind. In Java ist es so, dass die Package-Namen, die müssen unterschiedlich sein und das ist auch ziemlich leicht zu organisieren, denn wir kennen mittlerweile alle das Internet, die Namen im Internet, die URLs, die man im Internet vergibt, die sind auch alle einmalig. Das kann man einfach tun, indem man die Namen zusammensetzt aus Namensteilen, die sich mit einem Punkt trennen oder mit einem Slash trennen. Das sind dann hierarchische Namensräume. Also ein Name auszudenken, der einmalig ist auf der Welt. Man nimmt sich sein eigenes URL, Fontes Venlo zum Beispiel oder NLF Fontes Sebi. Das ist schon ein einmaliger Namensraum und innerhalb des Namensraums können wir mehrere Klassen definieren oder sogar mehrere Unterverzeichnisse oder beinhaltende Namensräume, um unsere eigenen Namensräume zu organisieren. Bis jetzt, oder ich denke bis Woche 6 oder so, haben wir immer noch ohne Packages gearbeitet. Aber ich muss sagen, dass man eigentlich immer ein Package benutzen sollte, auch wenn es nur Main heißt, dieses Package, um sicherzustellen, dass man das auch besser handhaben kann, denn der Default-Namensraum, also keine Package-Namen, ist eigentlich nicht, das ist keine gute Sache, um die zu benutzen. Also immer Namensräume benutzen. Zum Beispiel, wenn man eine Anwendung schreibt, die heißt, die Application heißt, benutzt dann der Namensraum Application. Ich muss sagen, ich habe das hier falsch buchstabiert, es müsste eigentlich ein kleines a sein, denn die Konvention in Java ist, dass alles außer Klassen und Interfaces, alles außer Referenztypen, fangen alle mit Kleinnamen an. Und nur Klassen wie hier Graphic Application oder Action Handler oder Widget oder Calc, das sind alle Klassen oder Interfaces, die sollte man mit groß schreiben. Also hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht, das hätte eigentlich Application mit ein kleines a sein sollen, so auch wie hier UI Toolkit, das hätte mindestens das u klein sein sollen. Aber vielleicht all die drei Buchstaben hier, UI Toolkit und vielleicht dieses K auch noch. Ich habe auch schon mal gemerkt, dass wenn man Studenten hat, die sich die zusammenarbeiten in einer Gruppe und die bewegen sich auf unterschiedliche Plattformen, dass man wegen der kleinen Großschreibung von Dateien und Verzeichnisse sich gegenseitig schön verwirren kann, denn es gibt Betriebssysteme, die machen keinen Unterschied bei Namen von Dateien und Verzeichnissen. Also wenn ich das auf eine Linux-Kiste so genannt hätte und man das auf eine andere Maschine mit kleinen Buchstaben geschrieben hat, dann wird meine Maschine es schon merken. Das Linux wird es typischerweise schon merken, obwohl für mich ein bisschen besorgniserweckend bewegt man sich da in der falschen Richtung. Aber auf Windows und abhängig von der Einstellung auf Mac wird man diese kleinen Großbuchschreibung nicht mehr erkennen. Apropos, kriegt mir gerade durch den Kopf. Ich hatte Freitagabends einen 17-Semester Student am Teams, nicht am Telefon, aber in den Teams Session. Und er konnte überhaupt sein NetBeans nicht mehr zum Bewegen bringen und zur Kooperation bringen. Was er gemacht hatte,
ist sein NetBeans und sein Java einfach mit Klick, Klick, Klick installiert und falschlicherweise landet dann das ganze Zeug in Verzeichnisse, die haben eine Leerstelle in sich. Vermeide das tunlichst. Also wenn man Dateinamen vergeben soll oder Verzeichnisnamen, vermeiden Sie tunlichst Leerstellen oder andere Sonderzeichen, die nicht erlaubt sind oder eine besondere Bedeutung haben in Namen von Dateien und Verzeichnissen, denn das wird später immer zu Problemen führen. Sie müssen denken, dass die Programme unter der Haube funktionieren wie die Kommandozeile. Und die Kommandozeile funktioniert so, dass es gibt einen Befehl und Parameter und die Parameter werden mit Leerstellen getrennt. Das heißt, die Leerstelle, die könnte falschlicherweise erkannt werden, also die Leerstelle in einem Datei- oder Verzeichnisname, er könnte falschlicherweise interpretiert werden als ein Bruch zwischen die zwei Teile von Verzeichnisname zum Beispiel. Und dann kann der Automat, der Computer, NetBeans oder der Compiler oder Maven oder was auch immer, kann die Sachen nicht mehr zusammenbringen. Und das gibt Alarmprobleme. So weit, so gut. Gut, Klassendiagrammen, Packages. Man kann, wenn zum Beispiel dieses Action-Handler-Interface eine Public-Klasse ist, oder ein Public Interfaces, dann kann man darauf zugreifen von ein anderes in andere Package aus. Das gilt auch für sogenannte Protected Typen. Also ein Protected Interface oder eine Protected Klasse, die kann ich erreichen, indem ich die extende von ein anderes Interface. Die Public Interfaces, die kann ich einfach erreichen, indem ich sie nur nenne, zum Beispiel über ein Import Statement. Die Package Private Klassen und Interfaces und Methoden und Fields, die kann ich von außerhalb des Packages nicht erreichen. Also wenn man ein Package erstellt als Bibliothek für andere, dann kann man alles, was die anderen benutzen sollte man public oder protected machen und die Methoden und Fields und Packages, Interfaces und Classes, die gehören dann zu sogenanntes API. Application Programming Interface. Und alles, was zum API gehört, das ist public oder protected. Protected hat die besondere Eigenschaft, dass man das benutzen kann in einer erweiterten Klasse, aber sonst nicht. Ein Beispiel, hier sehen wir die Strichlinie, die zeigt auf dieses Interface. Wir wissen eigentlich schon von der Strichlinie her, dass das ein Interface sein sollte. Also brauche ich das nicht dazu zu schreiben. Das ist auch noch eine Schrägschrift, weil Interfaces und abstrakte Klassen, das sind abstrakte Dinge und die schreibt man schräg. Und man sieht, dass dieser Lambda-Ausdruck dieses Interface umsetzt. Dieser Action-Handler in Java FX ist ein Functional Interface, also eine Methode, ein Interface, das nur eine Methode definiert. Und das können wir dann umsetzen mittels eines Lambda-Ausdrucks. Und diese grafische Anwendung, die bedient sich selber von einer Business-Logik und das ist das tatsächliche Rechengerät, also die Methoden, die Business-Logik eines Rechengeräts. Und damit können wir dann rechnen. Wir sehen auch, dass es ein Plus Button-Händler gibt, das wohl in das Rechengerät benutzt wird, um, wenn auf der Plus-Button gedrückt wird, eine bestimmte Methodik oder Logik auszuführen. Und diese Logik wird dann definiert sein in diese Calculator-Klasse. Was soll ich dazu noch sagen? Moment, geht mir nichts im Kopf. All dieses mit dieser grafischen Anwendung in dieses Rechengerät gibt es dann hier in dieses etwas erweitertes Klassendiagramm. Ich sage das mal so. Und das ist dann so ein Package. Die Calculator Application ist das Package. Es gibt da eine Klasse Calculator, das ist die Business Logik. Es gibt die GUI, das ist hier definiert. Es gibt Teile, die von Java FX kommen, das ist um die GUI zu ermöglichen. In Java FX sind Events definiert. Die Events selber werden erzeugt von Knöpfen. Die Knöpfe selber werden beinhaltet in der Anwendung. Wenn Sie sich ein Rechengerät vorstellen, dann hat man alle Knöpfe, alle Ziffern einen Knopf und dann plus, minus, multiplizieren und dividieren und einen Ausführen-Knopf hat man alle. Die sind hier definiert in die Klasse.
die Zusammenhänge der ist hier gegeben, also vertikal die Vererbung. Application ist die Oberklasse, die abstrakte Oberklasse von Calculator Application. Die Calculator Application benutzt ein Calculator, das ist die Business Logik. Die Calculator selber hat eine Calculator Output, um zu sorgen, dass was die Business Logik berechnet, auch wieder zurückgegeben kann, werden kann auf das Display zum Beispiel. Die bedienen sich beide von einer gemeinsamen Symbolik, plus, minus, times und dividieren. Das ist selber ein Enum-Typ und jedes Symbol hat einen kurzer String, der tatsächlich Symbolwert zeigt. Also das wird von dem hier benutzt und von ihm hier benutzt. Und tatsächlich sieht man hier kein Field von Symbol, das ist nicht angebracht, ein Typsymbol, glaube ich, hier auch nicht wirklich, das sind alle Strings. Und wie gesagt, ist das eine Erweiterung von Application und das soll auch, weil das eine abstrakte Klasse ist. Und dieses EventLender ist als Interface definiert und das wird mit einem Lambda-Ausdruck umgesetzt. Und dieser Lambda-Ausdruck wird dann letztendlich mit dem Knopf verbunden, sodass der Knopf weiß, dass wenn das Ereignis sich vortut, wenn jemand den Knopf getätigt hat, dass dann tatsächlich dieser Lambda-Ausdruck angesprochen wird. Und dieser Lambda-Ausdruck sorgt dafür, dass diese Methode addDigit auf den Calculator gerufen wird. Sieht komplex aus. Man studiert das Ding nochmal, aber man kann so sehr leicht nachvollziehen, wie die Zusammenhänge sind. Und was ich noch zu Modell sagen sollte, ein Modell ist immer eine Vereinfachung. Das heißt, auch in dieses, obwohl es ein bisschen komplex aussieht, in dieses Modell sind auch Sachen ordentlich vereinfacht, denn ich habe sämtliche Methoden, die man vielleicht hätte haben sollen, weggelassen, aber die zeigen vor allem die wichtigsten Zusammenhänge. Zum Beispiel, in dieses Package gibt es sehr viel mehr Widgets, andere Sachen wie Knöpfe und Buttons und Labels und Textfields und weiß noch. Genauso wie hier in Event gibt es auch sehr viel mehr Klassen und Exceptions. Ich habe die alle weggelassen, weil wir diese Übersicht nicht wirklich brauchen. Apropos Exceptions, das heißt, das ist dann, wäre dann das nächste Thema von dieser Unterrichtsstunde. Wie kann man sich Exceptions am besten vorstellen? Eigentlich ermöglichen Exceptions es, um seinen Plan einfach so aufzuschreiben oder zu programmieren, wenn eigentlich ist der Plan dann das Programm, aufzuschreiben, als ob nichts falsch gehen könnte. Und das ist schön und die Geschichte, die ich dazu erzählen möchte, ist, Mama hat gesagt, hol mal ein Brot beim Bäcker. Und dann geht Jan oder Heinz. Er zieht seine Jacke an, springt aus dem Rad, fährt durch die Straßen entlang der normalen Route, geht zum Bäcker, stellt sein Fahrrad ab, geht in die Tür rein, wartet wartet auf seine Reihenfolge, bestellt dann sein Brot, lässt es schneiden, wenn er es geschnitten haben möchte, bezahlt sein Brot und geht dann wieder die Reise zurück nach Hause. Und so konnte man einfach Schritt für Schritt das aufschreiben, was Heinz dann eins nach dem anderen machen möchte. Und so hat man der Lucky Path, wie man das gerne sagen, also es geht nichts falsch gemacht, aufgeschrieben. Wenn aber etwas falsch geht, dann sollte die Reise nicht weiter fortgesetzt werden. Zum Beispiel Jan, das Rad hat einen kaputten Schlauch. Also eine Platte. Und dann wird wohl die Reise nicht weitergehen. Oder die Ampel ist zu. Oder die Straße ist aufgebrochen. Oder der Bäcker hat geschlossen. All das sind dann Möglichkeiten, die es gibt, um den Erfolgspfad weiter zu verfolgen. Der Exceptions-Mechanismus ermöglicht es dann, dass sobald irgendeine Ausnahme, denn was Exception genau bedeutet, wenn es eine Ausnahme gibt, dann wird an der Stelle, wo die Aufnahme auftritt, wird das Programm nicht weitergeführt. Es wird da abgebrochen sozusagen. Also zum Beispiel, wenn der Jan seine Platte findet, hört da die Reise auf. Wenn er weiterfahren könnte, die Straße ist aufgebrochen,
muss er sich umdenken. Das heißt, die Ausnahme gibt es da. Man kann ja zum Beispiel sagen, Mama, die Straße ist aufgebrochen, es geht nicht. Oder er könnte sich einen Umweg ausdenken. Der Bäcker ist zu. Man könnte sich denken, er geht wieder zurück, sagt, Bäcker ist zu. Oder die Ausnahme wird dann abgearbeitet, indem man sagt, oh, dann will ich mal einen anderen Bäcker. Und so könnte das, der Plan so erweitert werden oder verbessert werden, um mit diesen Sonderbedingungen aus umzugehen, oder die Besonderheiten oder die Ausnahmen auszugehen. Als kleines Beispiel hier, ein Nullpointer habt ihr selber schon mal erlebt, denke ich, oder erzeugt, zufälligerweise. Und derjenige, der es nicht gemacht hat, der ist entweder ein sehr guter Programmierer, muss nicht hier sein, oder er lügt, oder sie lügt. Aber meistens geht es so, man hat irgendeine Methode und die Methode kann potenziell einen Nullwert zurückgeben. Und wenn man das nicht vorher prüft und der Nullwert abfragt, dann wird man an der Stelle, wo man versucht, diesen Nullwert abzufragen, zum Beispiel vom Nullwert ein Field zu nehmen oder vom Nullwert eine Methode zu rufen, dann erzeugt man damit ein Nullpointer Exception. Und an der Stelle, also in dieser Anweisung, String F gleich something null field, da wird der Nullpointer Exception, das Nullpointer Exception erzeugt. Und es geht mit der Reise nicht mehr weiter. Es wird da an der Stelle abgebrochen. Das große Vorteil davon ist, dass alle weiteren Anweisungen nicht mehr ausgeführt werden und auch nicht zu weiteren Problemen führen können. Also die Exceptions schützen davor, dass es mit falschen Werten oder falschen Zuständen weitergeht im Programm. Die Default-Art und Weise, wie Exceptions abgearbeitet werden in Java, ist einfach das Programm stoppen. Oder besser, genauer gesagt, der Thread, der diese Exception erzeugt hat, wird abgebrochen. Und in unseren Programmen bisher, das sind alle Textprogramme, gibt es normalerweise nur einen aktiven Thread, der ist der Main-Thread, derjenige, der die Main-Methode startet. Der wird dann einfach abgebrochen und das heißt, dass das Programm auch einfach stoppt. Also wenn man keine weiteren Vorkehrungen zieht und das Exception auftreten lässt, ohne es abzuarbeiten, dann wird das Programm gestoppt. Und das ist auch eine gute Idee, denn das Programm wird dann nicht zu weiteren Problemen führen, wie zum Beispiel Dateien zu löschen, die es überhaupt nicht tun sollte, weil ein falscher Name angegeben wurde und so fort. Was ist das Gegenstück? Was wäre, wenn wir programmieren müssten ohne Exceptions, weil es in der Sprache keine Exceptions gäbe? Dann könnte es so aussehen. Das heißt, jede Anweisung, die potenziell zu Problemen führen könnte, jede Methodenruf, der potenziell zu Problemen führt, muss man verifizieren. Ist zum Beispiel der Pfad richtig? Oder kann ich die Datei öffnen? Und ist das Öffnen der Datei gelungen? Und wenn ich die Datei habe, kann ich dann die Datei lesen? Und jeder Leseschritt kann einen Fehler erzeugen. Und wenn ich die Datei schließe, kann es auch wieder zu Problemen führen. Und dann muss ich da auch mit diesem Ding abarbeiten. Das heißt, der Plan, um einfach eine Datei zu lesen, alle Werte einzulesen und irgendwie damit zu machen, wird umso länger, weil man jede Problemart abarbeiten muss. Und gerne wird das auch einfach nicht gemacht oder schlicht vergessen. Und solche Programme sind dann entweder lebensgefährlich, die können zum Beispiel eine Datei überschreiben mit Werten, weil der falsche Dateiname nicht erkannt wurde oder so fort. Also ist ziemlich gefährlich, wenn man diese Prüfungen nicht macht. Das Exceptions-Modell sorgt dafür, dass wenn Fehler auftritt, Ende Gelände, nicht weiter hier. Und es stellt dann sicher, dass es nicht zu weiteren Problemen führen kann, wenn es eine Ausnahmebedingung gegeben hat. Also das wäre der Programmierstil ohne Exceptions. Und die Programmierstil mit Exceptions kann man sich denken. Das ist 1, 2, 3, in ungefähr vier Anweisungen, vielleicht diese Close-Andeutung auch noch. Das müsste ein Komma, ein Punkt sein, kein Komma. Was möchte ich noch sagen zu Klassen? Zu Exceptions? Na, Exceptions sind wie alle anderen Sachen auch, wie alle anderen Referenztypen auch ein Referenztyp. Das sind einfach Objekten, aber es fängt unterhalb von Objekt, also man sieht, dass Throwable ist das erste hier, was in diesem Bereich lebt. Dieses Throwable, das ist eine Klasse, von denen man die Instanzen werfen kann.
Das heißt, throw ist der Werfbegriff, also der Werfanweisung. Das kann man mit Throwables machen. Alle anderen Klassen, alle anderen die Sachen, die von Objekt R können nicht gethrowt werden, geworfen werden. Und Throwable selber wird selten benutzt, um das zu werfen. Tatsächlich aber werden die Unterklassen werden benutzt, also ein Unterexception. Von denen gibt es drei wichtige Arten. Die blauen oder cyanfarbige, die gelben und die roten. Zuerst mal die blauen. Die blauen, wenn die auftreten, kann man nichts dafür und Programm stoppt und fertig. Man sollte die auch lieber nicht fangen, denn das Problem ist so schlimm, dass man es überhaupt nicht bewältigen könnte. Die gelbe, das sind meistens Probleme, die der Programmierer selber verursacht hat. Und wichtig davon ist Null Pointer Exception. Diese können an einer beliebigen Stelle auftreten, auch wenn man nicht vorhat, um diese entgegenzunehmen oder die zu behandeln. Es gibt vielleicht die kleine Ausnahme von Format Exception, zum Beispiel wenn der Benutzer eine Zahlenkette, zum Beispiel einen Integerwert eingeben sollte und der Formatierung ist nicht richtig, dann kann man dieses abhandeln, aber meistens macht man das ja nicht. Die roten oder die rosaroten Kästchen, also die Exceptions, die hier gemalt sind, das sind Exceptions, wovon der Java-Compiler meint, Programmierer, bitte, es kann ein Problem auftreten, handeln Sie dieses Problem ab oder, wenn Sie keinen Plan haben, geben Sie das Problem weiter durch an die Klasse oder die Methode, die Ihre Methode ruft. Das werden wir noch sehen. Und diese rote Dinge, das nennen wir dann Checked Exceptions. Eine Checked Exceptions, die muss immer vom Programm behandelt werden. Es sei denn, man fängt die mit einem Catch oder man gibt die weiter mit einer Throws Clause. Das heißt, die Methode selber sagt, ich kann potenziell eine Exception werfen und die könnte verursacht werden, indem eine Methode, die ich selber rufe, die dieses Exception wirft. Wir werden das noch sehen in ein paar Minuten, denke ich mal. Zum Beispiel. Was kann man selber machen, wenn man eine Exception erwarten könnte? Zum Beispiel beim Einlesen von Integerwerte. Zum Beispiel, wenn man irgendeinen String hat und der String könnte über einen Scanner von dem Benutzer kommen, dann kann man dieses String umsetzen in einen Int-Wert. Und der Int-Wert wird gültig sein, wenn es nur Ziffern gibt und sonst nichts. Minus ist auch noch erlaubt, plus sie wahrscheinlich auch, aber Buchstaben und Kommata oder Semikolons oder so weiter, die werden nicht erlaubt sein. Wenn aber dieser String nicht richtig ist für ein Integerwert, zum Beispiel weil das 1, 2, Z steht, dann wird ein Number Format Exception erzeugt. Und dieses Number Format Exception das wird dann ausgelöst, das wird dann geworfen von integer.parseInt, das kann man nachschlagen in der Dokumentation. Und das kann man dann abfangen. Man könnte zum Beispiel dieses ganze Konstrukt in eine Weichschleife bringen, indem man versucht, der Benutzer eine Nummer zu fragen und jedes Mal, wenn der Benutzer einen String eingegeben hat, diese SOM-String versuchen auszulesen als ein Integer. Und sobald der Wert klappt, kann man die Weichschleife verlassen und sonst beharren, bis der Benutzer ein richtiges Zeichen eingegeben hat oder eine andere Möglichkeit hat, um das Programm abzubrechen. Soweit über Exceptions. Gibt es dazu Fragen? Gibt es dazu Fragen? Hand anheben, wenn Frage oder im Chat schreiben. Chat. Nein, okay. Und die Aufnahme nicht vergessen. Okay. Okay, das nächste also. Seit Java 7 hat man erkannt, dass Exceptions sehr häufig auftreten, wenn man so etwas macht wie eine Datenbankverbindung öffnen oder einfach eine Datei öffnen oder eine Internetverbindung öffnen. Denn alles könnte Gründe haben, wieso es nicht geht.
Datenbankverbindung, die Rechte stimmen nicht, eine Datei öffnen, das Verzeichnis, wo das Ding liegen soll, gibt es nicht, oder man hat keine Rechte, die Datei zu lesen, oder man möchte eine Datei öffnen zum Schreiben und man hat keine Schreibrechte. All diese Sachen sind die Möglichkeiten für Exceptions. Und wenn so etwas schief geht, dann muss man nicht nur das, was schiefgegangen ist, entsorgen, aber auch die restlichen Sachen, die man auch schon geöffnet hat. Zum Beispiel ein Öffnen einer Datei ist ein ziemliches komplexes Geschehen mit einer Verschachtelung von allerhand Methodenrufen, die aufeinander folgen. Und all diese Sachen, das sind potenzielle Fehlerquellen. Und die müssen dann, wenn das schief geht, müssen die ordentlich abgehandelt werden. Vor allem, die müssen geschlossen werden. Und das Schließen der Ressourcen, so heißen all die Dinge, Datenbankverbindungen, Dateien, Netzwerkverbindungen, das sind alle Ressourcen, die müssen ordentlich geschlossen werden. Und weil Exceptions-Abhandlung und diese Ressource-Behandlung häufig zusammenkommt, hat man seit Java 7 entdeckt, erkannt, man kann das am besten schön zusammenführen. Wenn das hier das normale 3-Catch-Block ist, dann kann ich vor diese geschweifte Klammer kann ich zwei runde Klammer schreiben, Parenthesis auf Englisch schreiben, und innerhalb der runde Parenthesis kann ich dann Ressourcen definieren, die während des 3-Catch-Blocks, also während der 3-Teil vom 3-Catch-Block, sind die vorhanden, und nach dem 3-Block werden die ordentlich geschlossen. Java stellt selber sicher, dass alles schön und wie es soll geschlossen wird. Wenn man es nicht machen würde, muss man selber die Objekte, die geöffnet sind, per Hand schließen. Und man vergisst gerne mal die eine und andere Ressource, die nicht offensichtlich benutzt wird, zu schließen. Also der Tipp ist, seit Java 7 benutze, wenn man Ressourcen benutzt, Dateien, Netzwerkverbindungen, Datenbankverbindungen, benutze immer 3-Bit Resources, dann wird alles, was man als Müll sozusagen beschreiben könnte, wird automatisch von Java entsorgt. Das sieht dann so aus. Hier kann man zum Beispiel sehen, dass es gibt ein Programm, das versucht, eine Datei zu lesen, und diese Datei liegt irgendwo auf einem Pfad, das heißt ein Verzeichnisname und ein Dateiname. Man kann dieser Pfad ausgeben und man kann dann in dieser 3-Block eine Ressource namens Stream von Strings öffnen, indem man sich bedient von der Methode, die in die Datei Java util NIO Files definiert ist, glaube ich, dass die heißt. Man kann es nachschlagen in die API-Doc. Von der Methode Lines bedient, und diese Lines-Methode, die versteht dieses Pfad als eine Quelle, eine Stelle, wo die Datei liegen soll, und liest dann diese Datei String für String aus. Und was Lines tatsächlich macht, es ist oder erzeugt einen Stream von Strings. Und jeder String in dieser Stream ist eine der Zeilen in der Datei. Zeile ohne Beendung, also ohne die Zeilentrenner wie Backslash N oder Cache Return Line Feed oder so, nur die Zeilen selber werden abgegeben. Und dann kann man mit dieser Methode, mit dieser Lines, dieses Lines-Objekt, das Stream-Objekt, kann man alles machen, was man mit Streams sonst machen kann. Zum Beispiel eine Filtermethode anwenden und danach noch ein Mapping machen und dann zusammenbringen in eine Collection zum Beispiel, oder wir dieses Beispiel schlicht ausdrucken. Ich werde das mal machen, indem ich den Text hier einfach kopiere in meinen Editor, und der ist hier, und dann ein Programmchen erzeugen. Also alles zu, hier ein Demo 1 erzeugen. Das heißt Demo 1. Okay. Und das Ding hat natürlich eine Main-Methode. PSVM. Hopsakee. Und ich bediene mich einfach von, was hier steht. Hoppa. Kopieren. Und dann zurück in der IDE. STRG V.
dann sieht man, dass man, dass ich einiges an Rot bekomme. Das hier kann ich einfach beheben, indem ich hier von Demo 1 mache. Ups. Und der Rest kann ich machen. Ups. Verzeihung. Ja, Demo 1. Und der Rest der Probleme kann ich bewältigen, indem ich erkenne, dass all diese roten Lämpchen sagen, ich kann die Dinge nicht finden. Sie müssen Import machen. Du hast noch keinen Import gemacht. Ich habe noch keinen Import gemacht. Steuerung Shift I. Ist das Kürzel, das Tastaturkürzel, um das, die Import zu korrigieren. Und wenn ich alle Einstellungen annehme, dann sieht man, dass alle Imports einfach getätigt werden. Und so habe ich mein Programm eigentlich schon fertig. Klein bisschen einrücken. Und dann sehen wir, dass wir hier ein laufwähiges Programm haben. Wenn ich das Programm ausführe, dann kann allerhand passieren. Zum Beispiel, wer hat eine Idee? Zum Beispiel, wenn ich das Programm einfach ausführe, den grünen Knopf hier tätige, dann sehen wir, dass wir ein Exception bekommen. Und das ist, weil ich dieses Exception einfach ausschreibe. Course by Part 11, Exception Field. Mal gucken, ob ich das so mag. Mal sehen, wenn ich es so ausführe, ob es sich dann anders verhält. Es verhält sich dann etwas anders. Dann sehen wir nämlich, dass wir hier blaue Linien bekommen. Und das deutet an, dass man die potenziell klicken könnte. Und tatsächlich, wenn ich darauf klicke, dann sieht es aus, als ob etwas geschehen sollte. Es ist nur so, dass ich da geklickt habe an einer Stelle, wo Java sagt, da soll es nicht weiter. Es könnte aber sein, wenn ich hier klicke, dann findet er das auch nicht. Aber wenn ich auf der untersten Seite Zeile gehe, dann sehe ich hier unten stehen Add Part 11 Demo 1 Main Demo 1 Java. Wenn ich da klicke, dann lande ich genau an der Stelle, wo das Problem auftritt. Und am Anfang dieses ganzen Bereichs steht eigentlich das Problem schon. Es steht da, es wird eine Exception geworfen. Die Exception selber ist eine Kindklasse von IO Exception. Von das Ding hier und die heißt No Such File Exception und der Name sagt eigentlich schon was los ist. Der sagt auch noch, welche Datei er nicht finden kann und das heißt einfach, also im Moment die Datei Some File ist im Verzeichnis, wo das Programm gestartet wird, ist einfach nicht vorhanden. Dieses Problem lässt sich leicht beheben, indem ich die Datei mal rüber kopiere und das gibt es mal sehen. Copy Templates, Replace some File ins Demo-Verzeichnis. Dann kann ich auch in NetBeans selber das, die Datei schon liegen sehen. Wenn Sie nicht glauben. Demos, some File. So, weg. Ja, wir sehen, dass sie hier gelöscht wird. Nochmal. Der Kopiervorgang, dann taucht die Datei hier auf. Die Datei ist irgendein Skript, ein Bash-Skript. Als ich diese Unterrichtsstunde vorbereitete, hatte ich dieses rumliegen. Also lasst das mal schön als Beispiel dienen. Und was mein Programm macht, also wenn ich ins Programm gucke, dann zuerst mal kann ich dies machen. Einfach alle Zeilen ausgeben. Und was dann passiert, ich müsste jetzt keinen Exception mehr bekommen. Also das Programm müsste es einfach durchlaufen. Und das Programm wird dann den Inhalt des Skripts einfach in der Ausgabe ausgeben. So einfach ist es. Ich kann aber auch zum Beispiel die Kommentarzeile löschen.
Ja, und das kann ich machen, indem ich im Stream eine Filterstelle hinzufüge, irgendwie eine Qualitätskontrolle hinzufüge und die sagt, nur Zeilen weiterführen, die nicht mit einem Kreuz anfangen, mit diesem Hashtag, dieses Kreuzsymbol. Also wenn ich das Programm noch ausführe, dann sehen wir, dass wir weniger Zeilen haben und dass es keine Zeilen mehr geben wird, die mit einem Kreuzzeichen anfangen. Und da ist das Ergebnis. Und das kann ich da noch zeigen. Ja, in diesem Beispiel eigentlich nichts. Wichtigste, was wir hier mitnehmen, ist zuerst mal Private Resources. Das ist die eine Ressource, die benutzt wird. Die kann ich dann innerhalb des drei Blocks steht die zur Verfügung. Die Variable heißt hier Lines. Ich weiß nicht, ob ich hier auch Var schreiben kann. Das könnte sehr wohl sein. Var. Ups. Richtig schreiben, bitte. Was mache ich denn jetzt alles falsch? Na, das. Oh, ich muss da Ding Lines nennen natürlich. So. Ja, das geht offenbar auch. Aber in Java 8 wie in MOOC wird das noch nicht gehen. Also diese Lines ist von Typ Stream von Strings und das ist in diesem Moment eigentlich ganz nützlich, weil ich das da auch tatsächlich sehen kann, was ich da zu behandeln habe. Und ab dem Moment kann ich alle Methoden anwenden vom Filter und die VI-Schleife und das Private Resources sorgt dafür, dass nach dem Ausführen dieses Blockes, dass die Ressource, also die Lines, der Lines-Stream, das ist die erste Ressource, geschlossen wird und die Lines sagt, die Stream sagt selber, oh, ich lese eine Datei, die soll ich ausschließen, das wird auch passieren und so weiter und so fort, was man sonst noch hätte. Und kann sogar ein Stream lesen von einem Netzwerksocket und das heißt, dass auch die Netzwerkverbindung potenziell geschlossen werden sollte, zum Beispiel als Nebenbeispiel. Also so könnte das aussehen. So ein erstes Beispielprogramm. Manchmal möchte man auch selber Exceptions werfen. Man möchte zum Beispiel der Code, der Ihre Methode ruft, sagen, es ist hier etwas schief. Und als Beispiel dazu habe ich mal zum Beispiel eine Validiermethode genommen. Und so eine Validiermethode, die könnte so definiert sein, dass die True oder False zurücksagt. Aber das ist ein wenig ungeschickt, denn ich soll dann auch immer der Rückgabewert prüfen. If validate Postcode, dann oder if und so weiter. Ich möchte von dieses if weg. Und ich möchte das Idee von das Benutzen von Exceptions mal nochmal zeigen. Wenn ich ein Exception werfe, dann wird an der Stelle nicht mehr weitergehen. Denken Sie mal, Sie haben einen Webshop und er muss eine Postleitzahl eingegeben werden und diese Postleitzahl, die muss irgendwie geprüft werden, ob die richtig ist. Es gibt ziemlich strikte Regeln für Postleitzahlen. Nicht jede beliebige Ziffer in Deutschland, nicht jede beliebige fünfstellige Ziffer ist richtig. Es ist sehr wahrscheinlich eine Regel, zum Beispiel eine Prüfsumme drin kodiert. Auch in die niederländische Postcode ist nicht alle möglichen Werte sind definiert. Aber wenn wir es einfach halten, können wir sagen, eine Postcode in die Niederlande sieht aus als vier Ziffern, eine optionale Leerstelle und dann zwei Buchstaben. Zum Beispiel 1234AB wäre von das Muster, von der regulären Ausdruck her, eine richtige Postleitzahl und könnte richtig sein. Aber wie in der echten Postleitzahl gibt es eine Prüfsumme. Und es gibt übrigens auch Dienste, die man fragen kann, ob eine Postleitzahl eine richtige ist, ob die tatsächlich besteht. Das kostet natürlich Geld, so wie immer alle Dienste Geld kosten, aber das gibt es. Und schlichtes Prüfen könnte so etwas sein wie ein regulärer Ausdruck. Das haben wir auch schon gesehen. Und diese Vorgehensweise, also dieses Programmiermodell, da haben wir eine Methode, die nichts zurückgibt und die prüft der Eingabewert, also diese PC-Postcode, Postleitzahl, prüft, ob das übereinstimmt mit einer regulären Ausdruck. Und wenn ja, nichts los, wenn nicht, wird eine Exception geworfen. Und das sorgt dafür, dass das rufende Programm von dieser Validate-Postcode nicht weitergeht in seine
normaler Lucky Path. Also das Brot wird nicht bestellt, weil der Reifen platt ist, zum Beispiel. So könnte man es auch machen, statt if-Abfragen zu programmieren. Lasst uns jetzt mal ein kleines Beispiel ausprogrammieren, indem wir eine Textdatei einlesen, und es ist eine CSV-codierte Textdatei. Und ich werde während der Vorführung absichtlich einige Fehler machen, damit wir sehen, was die Effekte von Exceptions sind und auch wie man es dann bei Problemen wieder beheben kann oder wie man erkennen kann, an welcher Stelle das Problem daneben geht. Die Textdatei, die enthält CSV-Zeilen und jede Zeile stellt einen Student vor. Also ein Student ist so etwas wie eine Studentennummer, ein Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, so ungefähr ist es. Und auch nicht mehr ist definiert. Und ich sollte das also definieren. Also ich werde wieder meine Datei einlesen mit files.lines, weil sich das mir sehr gut gefällt, dann werde ich diese Zeilen filtern. Ich muss sicherstellen, dass diese Zeile starten mit einer Nummer, also Ziffern. Dann werde ich diese Zeilen aufteilen in Stückchen, also aufteilen in String, aufteilen in ein Array von Strings, also kleine Häppchen. Und all diese Häppchen, die sind also die Trennstellen, das sind die Kommas oder die Semikolons oder was auch immer als Trennzeichen benutzt wird. Und wir sehen hier im Beispiel, dass ein Komma als Trennzeichen benutzt wird. Das hier, das ist beliebige Menge von Leerstellen, ein Komma und nochmal beliebige Menge von Leerstellen, das ist der Separator. Und das erlaubt es, um diese Zeilen in der Datei zu trennen, an der Stelle von Komma, da eventuell mit Beschnitt von Whitespace oder Leerraum. Also lasst uns das mal einfach programmieren und gucken, wie es ausläuft. Neues Programm schreiben, das heißt Demo 2. Ups, okay. Ja, und dann ein Hauptmethode, weil man es da doch ziemlich leicht vorführt. Nicht so. So. Und was ich machen möchte, ist eine Datei einlesen, aber in drei Resources. Und das erste, was ich immer mache, weil ich, wie Sie wissen, schlecht tippen kann und gerne vorführe, was die Methoden so an sich alle können, ich werde mal zuerst die Files-Methode rufen. Ups, was ist denn hier los? Die Files-Klasse rufen und davon die Lines-Methode. Und diese Lines-Methode, die bräuchte ein Path. Das Path nenne ich einfach schlicht hier B. Path.off und dann wird die Datei wird student.csv heißen. Ja. Ich schreibe das dann hier hin. Ich habe natürlich einiges an Imports zu tätigen. Und wenn ich dann an diese Zeile zeige, dann sehen wir hier, dass ein Exception erzeugt wird. Und dieses Exception muss ich abfangen. Aber ich bin hier noch nicht durch. Ich möchte zuerst mal das Ergebnis von, mein NetBeans ist stur. Der möchte zuerst das Problem behoben haben. Okay, dann machen wir einen 3-Catch-Block draus. Und jetzt sehen wir, was da erzeugt wird. Ich hätte auch die Wahl machen können, dass ein Trostclause erzeugt wird. Aber das hat der Nachteil, dass ich mich nicht bedienen kann von Try with Resources. Also das automatisch Schließen des Streams und der Datei wird dann nicht stattfinden. Also diese ist dann im Moment die schlechtere Wahl. Heißt, ich gehe nochmal, lasse nochmal das Gewollte von NetBeans erzeugen und das mache ich mit Statement. Und jetzt sorge ich dafür, dass das hier
festgehalten wird als Wert. Also was aus Files.lines mit Path rauskommt, das ist irgendein Ergebnis und das möchte ich einen Namen geben und auch das zusätzliche Typ haben. Der Typ ist, wie wir sehen, ein Stream von Strings und das kann ich dann weiter abarbeiten, aber das ist unsere Ressource. Also was ich mache, ich werde dann diese komplette Zeile hier wegnehmen, zwischen runde Klammern schreiben nach dem 3-Block und dann kann ich jetzt meine Lines, ich bestätige zu häufig, dass ich nicht tippen kann, aber naja, ich kann damit leben. Ich kann mit diesen Lines, ich schreibe hier gerne einen Punkt, kann ich dann eine Stream-Methode ausführen. Und die Stream-Methode könnte so etwas sein, was habe ich im Beispiel stehen, lasse ich das mal zusammenführen, auch damit ich selber auch einen Hinweis habe. Also das erstes, was ich machen könnte, ist ein Filter. Das heißt, die Zeile sollte mit Ziffern anfangen. Also Filter. Und das Filter ist dann ein Filter auf ein String, weil es ein Stream von Strings ist und jeder String kommt einzeln nach dem anderen auf ein Fließband sozusagen vorbei. Und kann das eine String, was vorbeikommt, das muss ich prüfen. Und das dieser String sollte aus Ziffern bestehen. S.matches und das sollte da ein regulärer Ausdruck sein. Ein regulärer Ausdruck, wenn ihr das noch nicht studiert habt im Buch oder im MOOC, ist wichtig, um das mal nachzulesen. Anfangen mit Ziffern heißt, das erstmal das Anfangszeichen eingeben. Moment, ich kann das mal ein bisschen vergrößern in eine andere Richtung. Hopp. Regulärer Ausdruck, das ist das Dachsymbol oder das Ding, was bei mir auf der Tastatur über die 6 lebt. Deutsch das durch, keine Ahnung. Und dann eine beliebige Menge von Ziffern. Und Ziffern, dazu gibt es ein Kürzel, das heißt D, wie Dezimal Digit. Das angeben und davon mindestens 1, und das heißt ein regulärer Ausdruckland, heißt das Plus und dann danach beliebig viel. Das heißt also, der reguläre Ausdruck hier, der sagt, es soll mit Ziffern anfangen und davon 1 oder mehrere. Wenn das stimmt, dann haben wir schon das erste gehabt. Alle Zeilen, die mit Ziffern anfangen, die kommen an dieses Filter vorbei. Wenn dann das nächste, was ich machen möchte, ich möchte diese Strings oft zerhacken in kleinere Strings und die kleineren Strings zur Verfügung stellen an eine Methode, die aus diesen Strings ein Studentobjekt macht. Also zuerst mal das Zerhackeln, also ist wieder, das ist, wäre dann eine Map-Methode, denn es ist eine Typumwandlung. Es geht von String nach Array von String, also es ist eine Typumwandlung. Werden wir unser String mal splitten. Split und der Split-Ausdruck, der haben wir schon gesehen, der steht nämlich hier. Ups, okay. Der kann ich einfach klauen oder leihen, je nachdem. Oh. Klauen geht das hier. Da muss ich ein bisschen sorgfältig kopieren und einfügen. So. Und die nächste Stelle müsste dann sein, Moment, ich schreibe hier mal kurz ein Semikolon und gucke mal, was ich denn hier nicht richtig mache. Was haben wir hier? Illegal Start of Expression. Ich habe es falsch geschrieben. Das ist wegen des, das ist einfach Tippfehler. Ich muss unbedingt dieser Pfeil richtig bilden. Das heißt, ein Minus, ein größer Zeichen und die zusammen. Nicht trennen mit Leerstelle. Also wenn ich dann Leerstelle dazwischen schreibe, dann erkennt er das als Minus und ein größer Zeichen. Und das ist nicht, wie es sein sollte. Die müssen tatsächlich zusammenlegen. Also wenn Sie den Fehler mal haben, macht das Formatieren mal richtig. Gucken, ob das so geht. Nee.
denn dann ist das IDE verwirrt, der ist nicht, dem ist nicht klar, was denn genau da soll. Also sorgt dafür, dass der Pfeil richtig gebaut ist, richtige Format. Und dann sehen wir hier in meinem NetBeans 12.2, dass wir anfangen mit einem Stream von Strings. Und nach dieses Filter haben wir immer noch einen Stream von Strings, denn Streamtyp ändert sich nicht. Aber nach dieses Mapping ist es nicht mehr ein Stream von Strings, aber ein Stream von String Arrays. Also in dieser Stelle haben wir ein Array von Strings zu bearbeiten. Also jeder String aus der ursprünglichen Datei, aber jetzt ein Array von Strings. Und dieses möchten wir umwandeln in ein Student. Na, damit ihr die nächste Frage beantworten könnt, Copy Template Source Main Java Part LF Student.java in das Demo-Verzeichnis. Dann taucht hier ein Studentobjekt aus. Die Frage ist einfach, wer weiß am besten, wie man ein Array von Strings in ein Student umwandeln kann. Welche von die Klasse, die da stehen? Demo 1, Demo 2 oder Student? Ich denke, die Antwort ist denkbar einfach. Und man ist noch immer ein bisschen schüchtern. Wer weiß es? Wer müsste das am besten wissen? Wie wandle ich, kann ich überhaupt eins, oder wie soll ich ein Array von Strings umwandeln in ein Studentobjekt? Wer weiß dann am besten? Na, ich werde es euch verraten. Das ist die Studentklasse. Die Studentklasse, die weiß selber, wie sein Konstruktor aussieht. Wir sehen hier unser Konstruktor. Und die Studentklasse könnte dann auch eine zusätzliche Static-Methode definieren, die ein String-Array entgegennimmt und daraus versucht, einen Student zu erzeugen. Und man sieht, dass hier einfach, es gibt ein kleiner Fehler hier, aber dass einfach dieses Array auseinandergepackt wird. Das erste Element davon wird als Integer verstanden. Die zweite und dritte Teil werden als Strings verstanden. Das sind nämlich First und Last Name. Der dritte Teil oder der vierte Teil ist ein Datum, ein Geburtsdatum. Und der fünfte Teil, der sollte wieder ein String sein. Muss er hier aufschreiben, natürlich keine zwei. Das müsste wieder ein String sein. Das stimmt überein mit Gender oder Geschlecht vom Student. Also wenn ich diese Methode in meine Demo 2 benutze, also diese Rufe, dann wird jedes Mal wird daraus ein Student erstellt. Also machen wir mal Map. Und dann habe ich hier jetzt ein Array. Ich benutze einfach das Kürzel Array, mein Pfeil. Und dann schreibe ich Student. Ups, die Student-Klasse. Und dann Student vom Array. Das NetBeans erkennt schon selber, welche Methode passend wird, nämlich eine Methode, die Strings ein Array von Strings entgegennimmt. Und das ist genau die Methode Strings vom Student Strings, Student vom Strings. Also das einfach mitgeben und dann das A übergeben und das war's dann schon. Dann sieht man auch in meinem NetBeans 12.2, dass das Array von String Arrays wird umgewandelt in ein Stream von Studenten. Und wenn ich dann letztendlich diese Studenten einsammle in einer Klasse, oder nein, besser gesagt in einer Liste, dann kann ich da zum Beispiel mal, ups, ich muss collect schreiben, Punkt collect, collect, ja, und die, dann muss ich mitgeben, dass es bitte schön in der Liste zu packen hat. Und das dazu gehörende To-List sollte mitgenommen werden. Und dann habe ich damit meine Studenten gehabt. Wir können das Ganze auf dem Fließband mal betrachten, indem ich an aller Stelle einfach ein Peak hinzufüge. Und ein Peak, das wichtigste Peak ist einfach dieses. System.out. Doppelpunkt, Doppelpunkt, print line,
Das heißt, das ist ein Line, LN. Das ist eine Methodereferenz und die Methodereferenz, die nimmt einfach, was vorbeikommt und gibt die aus. Das ist an dieser Stelle, ist das okay, denn das ist eine Zeile. Also wenn ich das Programm ausführe und es größer mache und dieses Programm ausführe, dann sehen wir das Folgende. Dann sehen wir, dass es kaputt ist. Weil es sagt mir hier schön, dass es keine Datei Student gibt. Tatsächlich heißt die Datei heißt nicht Studenten, Student, aber Students. Und die habe ich noch nicht mal. Also Copy, Template, Students to Demo. Dann landet die, also die Datei landet also hier. Das ist meine CSV-Datei. Und wenn ich das Programm nochmal ausführe, also einfach den Wiederholknopf drücke, dann sehe ich, dass hier die, dass es hier immer noch falsch ist, weil der Name der Datei, der Name der Datei ist hier falsch. Ich muss das umändern in Students mehrfach. Nochmal den Knopf tätigen. Dann sehen wir, dass mein Peak. Ah, mein, was ist denn jetzt los? Es passiert nichts. Und das kann sein, dass der reguläre Ausdruck, den ich hier benutzt habe, eigentlich der falsche ist. Lass mal gucken, was passiert, wenn ich es so mache. Also dieses Hut-Symbol, dieses Zeilenanfangssymbol. Nee, macht auch nichts. Naja. Wie gesagt, Peak ist ein mächtiges Werkzeug. Zeile wiederholen, eine Stelle höher, bevor das Filter gucken, was vorbeikommt. Da müsste was passieren, sonst, ja, da sehen wir, da sind, kommen alle Zeilen vorbei. Und dann irgendwie versteht er das nicht. Normalerweise muss ich sagen, habe ich diese Methode, dieses Demo etwas anders ausgeführt. Ich habe nämlich dieses gemacht. Also zuerst ist not starts with. Und dann habe ich hier dieses Kommentarzeichen hinzugefügt, auch wie in das vorige Beispiel. Also es soll kein Kommentar geben, Zeichen geben. Also will man nicht mehr starts with. Ist schon in Ordnung. Also die Zeilen, die erste Anfangszahl, die hatten eine rote Anfang, das möchte ich nicht sehen. Und dann werde ich das Umwandeln von Studenten, mache ich normalerweise erst nachdem ich geprüft habe, dass die erste Spalte nur Ziffern enthält. Und das wäre dann noch ein zusätzliches Filter. Und das wäre dann Moment. Ja, das ist dann ein Array A0. Das ist das erste Element, also die erste Spalte in die Datei. Das sollte matches nur Ziffern. B+. Und danach habe ich sichergestellt, dass die erste Spalte nur Ziffern enthält und danach kann ich es umwandeln in Studenten. Also wenn ich es richtig gemacht habe, dann wird das letztendlich dann zum Student-Objekt geführt. Ja, das heißt, die Datei wird gelesen. Und
Ich sehe im Moment noch keine Studenten vorbeikommen. Das kann ich hier machen, indem ich nach dieses Mapping nochmal biege, was auf das Fließband vorbeikommt. Und dann schalte ich mal kurz diese und dieses, dieses mal ab und gucken, ob das Richtige vorbeikommt. Und wenn nicht, dann muss ich mal suchen, was der Fehler ist. Und meistens geht es aber. Wir sehen zum Glück, zu meinem Glück, sehen wir, dass tatsächlich das letzte Peak, also an Zeile 28, das gibt genau alle Studenten aus. Und nach dieses Peak werden alle versammelt in einem Behälter. Kann ich auch zeigen, indem ich das Ergebnis in Zeile 21 abfange in einer Variable. Da, das wird von NetBeans erkannt als eine Liste. Und der Name der Liste ist dann abgeleitet von der Methode, die am letzten ausgeführt wurde. Das ist also Collect. Student List wäre ein besser passender Name. Und um zu zeigen, dass diese Liste tatsächlich Werte enthält, kann ich das innerhalb der drei Catch Blocks mal zeigen. Also mit einer For Each Schleife wird angebracht. Und dann sollte Niveau Student ausgeben und dann werden die Studenten nochmal ausgegeben, das zweimal nacheinander. Man sieht der Unterschied nicht, weil das erste kommt vom Peak und das letzte kommt von einer Vorschleife. Um Trenner zu haben, mache ich das mal so und dann nochmal ausführen. Dann muss irgendwer in der Mitte muss dieser Strich stehen. Da sehen wir, das ist der Strich. Und was kann ich noch machen? Ja, natürlich kann man sich fragen, muss das alles in das dieses 3 Catch Block, muss mein ganzes Programm in das 3 Catch Block landen? Nicht unbedingt. Man kann zum Beispiel so etwas machen wie dieser Variable, der ist vor das 3 Catch Block definiert. Zum Beispiel hier. Student ist. Dann muss ich das Ding natürlich auch mitnehmen. Copy. Wow. Yes. No. Und dann diese neue Definierung von Student ist wegnehmen. Und das heißt, dass nach der das drei Catch Blocks, also nach diese letzte geschweifte Klammer, ist Student List steht zur Verfügung. Das heißt, dieses letzte Block kann ich dann nach unten ziehen, richtig formatieren und die Liste habe ich dann, die steht dann außerhalb der Methode zur Verfügung. Es wird natürlich so sein, dass NetBeans dann sagt, oh, potenziell dereferenzieren Sie hier ein Nullwert. Also pass auf, wenn es hier daneben geht, dann ist diese Studentenliste nicht definiert, dann ist es ein Null. Referenz. Das können wir auch einfach auslösen, dieser Fehler. Das machen wir mal. Nee, zuerst mal gucken, dass es richtig geht. Also schön grün. Hopp. Yes, und dann kann ich das hier neben, hier neben stellen. So. Also hier sehen wir hier Class Not Found Exception, das ist schlecht. Unfile. Ja, zum Glück. Also hier sehen wir der erste Teil, das ist wegen Peak. Peak weg. Der zweite Teil ist die Schleife hier und lassen wir das nochmal laufen. Hoppata. Also jetzt ohne Peak. Die Strichlinie steht noch immer da. Und was passiert, wenn die Datei nicht vorhanden ist, also dieses 3 Catch Block einen Fehler erzeugt, also einen Fehler erwischt und abbricht? Das können wir einfach wieder machen, indem wir der Dateiname umändern hier, sodass die Datei nicht gefunden wird.
und werden es nochmal ausführen, dann werden wir Null Pointer Exception bekommen. Und wie wir sehen, ist das hier Null Search File Exception, das tritt am ersten auf. Das wird von diesem Sketchblock abgefangen und gezeigt mit dem Logger hier. Und danach, an Zeile 38, haben wir den Null Pointer, wie erwartet, weil dieser Student List ist erstmal als Null definiert. Wie kann man dieses Problem umschiffen? Wer hat eine Idee? Ja, wie kann ich dafür sorgen, dass dieses Null Pointer vermieden wird? Dass gesagt wird, dass die Datei nicht gibt, das ist mir okay, das nehme ich an, weil das tatsächlich stimmt. Aber wie kann ich dafür sorgen, dass nicht nochmal ein Null Pointer erzeugt wird? Na, die Idee ist dann einfach dafür zu sorgen, dass die Zuweisung hier Studentenlist nicht auf ein Null-Referenz zeigt, also definiert als Null-Referenz, aber man so etwas macht wie New Array List und da muss ich da natürlich richtig schreiben, kleines n, großes a, y, spitze Dinger und runde Dinger und fertig und dann ein Import. Das ist die erste Möglichkeit. Das ist eigentlich ein bisschen Müll erzeugen, denn die ArrayList wird, wenn es alles richtig geht, überhaupt nicht benutzt und weggeworfen. Aber jetzt werde ich den Null Pointer, das Null Pointer Exception nicht mehr haben. Ja. Also das Null Pointer Exception ist weg. Und was ich aber auch machen, und das ist eigentlich günstiger, indem ich von Collections, die mit Klasse Collections, das ist eine Utility-Klasse, ein Empty List hole, und das ist eine Methode, die gibt eine Liste zurück, und das ist eigentlich quasi eine Konstante, und das ist eine leere Liste, und das ist eigentlich genau passend. Also wenn ich meine Studentenliste initiiere als eine leere Liste, und wenn ich Erfolg habe, das überschreibe mit einer Liste, die erzeugt wird von der Collect-Operation, dann sind wir schon da, wo wir sein möchten. Also das Programm wird noch kompilieren, die Auswirkung wird noch immer das erste Exception sein, weil nur das File Exception. Und wenn aber der das Null Pointer wird nicht mehr auftreten und diese For-Each-Schleife stößt auf eine leere Liste und sagt, oh, nichts zu tun, weg. Und wenn ich dann die Datei wieder zurückbenenne, das heißt, der String hier richtig setze, sodass das als ein richtiger Dateiname erkannt wird, dann ist das damit schon gegessen. Und dann läuft mein Programm wieder wie gewollt. Dann werden alle Studenten ausgelesen. Während der vorigen Vorlesung über Streams habe ich genau dieselbe Konstrukt benutzt, um die Filter und Map und weiß ich was für Operationen zu zeigen. Also wenn ich eine Menge von Daten habe, muss ich die nicht unbedingt per Hand ins Programm bringen, aber kann die einfach aus einer Testdatei oder irgendwann eine beliebige Quelle rausholen und dann in meinem Programm behandeln, um auch mal vorzufügen, wie eines und andere geht. Ich hoffe, dass alles verstanden ist. Wenn es noch Fragen gibt, dann entweder bitte gerne jetzt oder kommen Mittwoch. Und für diejenigen, die noch ein Stick probieren bitte mitbringen Mittwoch, damit ich die über das Wochenende noch mal probieren kann. Gibt es noch Fragen? Wenn ja, Hand hoch oder im Chat schreiben. Am besten Hand hoch, dann kann ich es sehen. Dann kann ich es sehen und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann werden wir sehen. Schönen Tag alle zusammen. Tschüss. Tschüss.